muss man das sein? Ja, weiß ich auch gar nicht. Also, will ich immer gar nicht so in Frage. Ich meine, ich will auch nicht immer wieder den Vergleich mit Baumgart machen. Ich meine, das gefällt mir mittlerweile, kann ich das auch nicht mehr sehen. Also, aber am Anfang schön, Moment, ne, aber eins, jetzt irgendwann eins, ist eins auch musst du ihm lassen. Gut, auch. Ne? Ich war Köln gegen HSV da beim Pokalspiel. Selbst in der 120. Minute macht er noch. Ja, aber schimpft die Fans, halt die Schnauze da draußen. Ja, aber jetzt ist ja irgendwann mal gut. Ich meine, das kann er in Köln machen. Da geht ja, aber es du hast vielleicht. Recht. Mal gucken, wie lange das gut geht. Das ist die Frage. Ich meine, wenn mal der Erfolg nicht mehr da ist, dann fällt ihm das vielleicht vor die Füße. Ne? Und nochmal, klar, ein Trainer dabei sein, ja, Emotionen, ja, aber 120 Minuten oder 90 Minuten da draußen und immer da die Linie rauf und runter renne und dann im Kurzarm, wenn 64 Grad minus draußen sind. Und die Spieler, fällt mir gerade heute zufälligerweise ein, Sabitzer war heute der Einzige in München, der Handschuhe angehabt hat. Oh, ja. Also, da kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Ja. Genau, ehrlich. Oder? Da kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Wenn die Handschuhe wichtiger sind, weißt du, als alles andere. Und kurzes Trikot wahrscheinlich noch. Nee, das ist das und Handschuhe an. Wahnsinn. Kurzes Trikot, erklär mir bitte mal einer. Kurzes Trikot, die langen Trikots sind in der Kabine. Wenn du langes Trikot haben willst, kannst du es haben. Ihr könnt es doch beantworten, du hast zumindest mit Andi Möller zusammengespielt, oder? Ja, aber es gab ja damals keine Handschuhe zu unserer Zeit. Also ich habe Andi Möller im Kopf, dass Andi Möller immer kurze Arme Handschuhe. Ach. Ja? Ja. Das ist doch Hirngesicht. Echt? Dann nimm doch das lange Trikot. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen. Ja, aber nicht bei 10 Grad, da ziehst du keine Handschuhe an. Ich bitte dich. Ich sag die Wahrheit, ich würde auch Handschuhe anziehen. Ah, jetzt hast du aber dein Bild zerstört, hör auf. Ganz schlimm. Dann hat Gibt es eigentlich auch schon beheizte Fußballschuhe? Nein, ne? Aber Bänke. Aber guck mal, hier sind ja auch 10 Grad und keiner unserer Zuschauer hat einen Handschuhe an. Also ich meine von daher, was, oder? Frenkel? Oder hat jemand welche? Hier ist es auf jeden Fall mehr als 10 Grad. Ja. Nein, aber sowas würde ich würde das als Trainer sofort verbieten übrigens. Ich würde dem sofort sagen... Ja gut, verbieten kannst du es ja nicht, aber ich meine, du kannst es denen ja auch nicht verbieten. Die haben ja mittlerweile so Kopfhörer auf, die twittern aus der Kabine raus. Also das gab's, war ja früher bei uns in den Bus ein zum Spiel gefahren, da war das Telefon aus. Heute machen die aus dem Bus raus Bilder, Twitter noch, so, wir sind auf dem Weg, ich gehe jetzt nochmal schnell Pipi machen und Kacki und dann geht's Spiel los. Also ich verstehe so vieles nicht mehr mittlerweile. Ja.